Ich war lange am Überlegen, was ich zum 3-Jahres-Special machen soll. Und was ich jetzt mache, die Idee ist vielleicht nicht groß. Sie ist vielleicht für euch uninteressant, aber es ist besser als nichts dazustehen, weil 3 Jahre sind ja eine Zeit auf YouTube, sind schon viel. Wenn man überlegt, wie viel heutzutage ganz früh aufgeben. Deswegen präsentiere ich euch in diesem Moment jetzt die 3 lustigsten Geschichten, die ich jetzt in letzter Zeit erlebt habe. Und zwar innerhalb der Zeitraum, wo ich 2 Jahre alt bin. Es gibt natürlich noch viel mehr lustige Geschichten, aber ich erzähle jetzt erstmal an die lustigsten, an die ich mich am meisten erinnere. Und da fange ich mal direkt mit einer Geschichte an, die mit Marc zu tun hat. Denn Marc und ich, Marc war eine Zeit lang wieder auf Skype on und Marc und ich, ja, haben geskypt, geblabert und alles und waren am Überlegen, was wir denn machen sollten. Tja, und irgendwann kam einer von uns auf die Idee, lass uns SpongeBob gucken. Der Grund dafür war auf jeden Fall Roboter. Es gibt hier diese eine Stelle, wo ja, Mr. Krabs Roboter ist, bla bla. Bräuchte ich jetzt nicht erzählen. Und das war so der Hauptgrund, warum wir weitergeguckt haben. Auf jeden Fall, ja, war das folgendermaßen. Wir haben geguckt, ganz gemütlich, Abend für Abend, also nicht jeden Abend unbedingt durchgehend, aber mal 3 Folgen bis 23 Uhr oder so. Und irgendwann kam ein Abend. Da wurde es ein bisschen länger und ja, wir haben SpongeBob geguckt und ich wurde so langsam, aber sicher müde. Und da ich jetzt nicht mitten in einer SpongeBob-Folge sagen wollte, hey, ich bin müde, lass mich pennen, habe ich einfach mal weitergeguckt. So. Irgendwann, ja, da war ich am Schlafen. Ich bin eingepennt und ja, und Marc wundert sich natürlich, wo ich hin war und ruft meinen Namen und so und hört mich da auf einmal nur noch schnarchen. Was die Sache dann noch perfekt macht, ist, dass er TK da reingerufen hat. Und ja, das ist natürlich super toll gewesen. das war mir auf einer Sicht peinlich, aber ich kann darüber lachen auf jeden Fall, weil die Geschichte eigentlich auch voll lustig ist. Ah, für so welche Geschichten danke ich eigentlich den Leuten. Und das war auf jeden Fall einer dieser Geschichten, die mir nebenbei peinlich, aber ich trotzdem lustig finde. Und sowas hoffe ich, dass mir das nicht wieder passiert und wenn doch, dann werde ich bestimmt auch wieder drüber lachen können. So, und da wir schon beim TK sind, kann ich auch direkt die zweite Geschichte erzählen. Denn die zweite Geschichte, ja, wie kann ich sagen, handelt von TK und mir, wie wir Minecraft spielen. Auch eine richtig interessante oder lustige Geschichte aus meiner Sicht, ja. Denn wir hatten irgendwie vor einem halben Jahr, so gegen Dezemberzeit, ein Minecraft-Hype. Hatten Peterle, Peterle war ein Schwein. Ich lief in meinem Hintergrund immer Schlag den Rab Musik laufen, weil irgendwie hatte ich einen Ohrwurm gerade davon und da haben sich so Minecraft Seasons bis 4 Stunden mit demselben Musikstück natürlich ja, gesetzt und ah, das war lustig. Auf jeden Fall hat es jetzt wieder ein halbes Jahr gedauert und neuen PC für mich, bis wir auf die Idee kamen, ey, lass doch mal wieder Minecraft spielen. Die Lust war auf einmal wieder groß, hatten beide wieder Bock. Und was haben wir gemacht? Natürlich haben wir einen Server geholt. Oh, TK hat das alles vorbereitet, weil er hat einfach mehr Ahnung davon. Und mein PC hat dann in dem Moment auch die bessere Leistung und das bessere Internet, dass das weniger abstürzt. Und deswegen lief der Server auf meinem PC. Ja, war so ein Crack-Ding. Wie man das nennt. Auf jeden Fall. Ja, waren wir noch auf dem Server und haben gebastelt. Und die erste Zeit haben wir einfach nur gesucht, wo wir basteln können. Bei Pixelmon ist ja Pokémon mit, ja, Minecraft verbunden. Gibt es ja irgendwie seit irgendeinem Update Pokémon Center. Ich weiß nicht, habe ich die damals auch gesehen, als wir Pixelmon gespielt haben? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei Pixelmon diese komischen Center. Und ja, da haben wir ein gutes, passendes, gut aussehendes gesucht. Haben natürlich Pech gehabt. Wir haben kein richtiges Gutes gefunden eigentlich. Nee, habe ich jetzt abgefackelt. Und irgendwann haben wir uns einfach an einem Center niedergelassen, weil wir auch einfach keine Lust mehr hatten, was zu suchen. So, auf jeden Fall, ja, was kann man noch sagen dazu? Wir haben uns an dieser Stelle niedergelassen und haben unsere Heimat erstmal gebaut. Ich habe mich ein bisschen abgesetzt von dem Pokémon Center, während TK da gebaut hat. Ich habe generell mir ein eigenes kleines Dorf da zusammengespinnt, über den kleinen Fluss hinweg in einem halben Sandbiom.
Oder wenn das ein Wüstenbiom war, egal. Auf jeden Fall waren wir jetzt da und haben erstmal gebaut. Haben die Pokémon, waren uns erstmal völlig egal. War zwar lustig, die zu suchen, aber es war uns eigentlich völlig egal. Und auf jeden Fall haben wir erstmal gebaut. So. Irgendwann kam der TK auf die Idee, er kannte einen Mod, in dem man Leute spawnen kann, die dir Sachen verkaufen. Also jetzt nicht ein Villager, das ist ja klar, sondern dann kannst du sagen, zum Beispiel für so viel Goldnuggets kriegst du einen Pokéball. Das ist ja immerhin Pixelmon gewesen. So, und ja, was alles der Mod mit sich brachte, war auf jeden Fall richtig interessant, denn der brachte auch Waffen mit sich. Und so kamen wir auf die lustige Idee, uns Eisenwaffen zu schnappen, Eisenkugeln zu schnappen und ja, ein kleines PvP-Battle zu machen, wer ja besser schießen kann. So, ich glaube, den größten Teil habe ich damals gewonnen. Aber ich habe, glaube ich, auch ein bisschen mehr Erfahrung mit TTT und so. Auf jeden Fall haben wir dann gekämpft und haben uns erlegt und alles. Und das war richtig angenehm. Ich konnte nicht in OP-Modus gehen, weil mein Name zwei ja, Namen beinhaltete. Und wir haben das nicht hingekriegt. Aber lustig war es auf jeden Fall trotzdem. Im Endeffekt hat es auch richtig Spaß gemacht. Dann haben wir wieder gebaut und haben wieder geschossen. Und immer so im Wechsel könnt ihr euch das vorstellen. Denn es wurde ja immer größer. Wenn da zum Beispiel ein Haus zukam, was ein bisschen verwirrend ist, dann ist natürlich wieder die Sache groß. Was da jetzt im Endeffekt ist. So. Natürlich haben wir dann wieder gebaut und geschossen und gebaut und geschossen. Und wie die Zeit dann da so mit sich gespielt hat, sind wir irgendwann morgens um 5:30 auf die Uhr guckend da gewesen. TK. TK, bist du noch wach? Ja. Wir haben jetzt 16 Stunden Minecraft gespielt. Und ich sag euch, Leute, sowas werde ich wohl nie wieder haben, dass ich so viel Spaß habe, dass ich irgendein Spiel 16 Stunden lang spielen werde. Vor allem nicht bei Minecraft, weil Minecraft ist für mich so ein Spiel, das könnte ich nie im Leben 16 Stunden aushalten. Und ja, wie man so sieht, war die Nacht auch wirklich sehr interessant, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir kamen erst auf die lustige Idee, wir versuchen den Rekord zu knacken, aber irgendwie der Spaß, den wir da in dieser Nacht oder in diesen Tagen hatten, der wird, glaube ich, nie wieder kommen. Oder, beziehungsweise, wenn er kommen wird, dann wird es auf jeden Fall noch dauern. Auf jeden Fall eine sehr interessante Nacht. So, das war auf jeden Fall schon mal zwei interessante Geschichten. Die letzte Geschichte, die jetzt kommt, ist gar nicht mal so lange her. Um genau zu sein, gestern hat sie aufgehört, die Geschichte, beziehungsweise heute Morgen. Was? BTF? Ja, genau. Ich habe mich mit Markus, Joanne und mit Soltan, kennt ihr ja bestimmt auch alle, ne? Preiset den Soltan und so, sind wir zu Gamescom gefahren. Ja, ich habe mir gedacht, komm, du hast eigentlich mal Freunde, die du treffen kannst auf der Gamescom, dann gehst du auch dahin. Schade, dass der TK nicht dabei war, der wollte eigentlich auch erst kommen und war dann nicht da. Auf jeden Fall fing es am Donnerstag schon an, diesen Donnerstag, diese Woche. Und das Erste, was kam, ey, ja, hast du denn mal Bock, morgens spontan herzukommen und mit uns da zu sitzen und, ja, keine Ahnung, wir gucken uns Köln an, bla, 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 bla. Wir haben ja selber keine Gamescom-Tickets für Donnerstag, bla, bla, für Freitag, sorry. Jetzt hab ich's aber. Für Freitag, bla, bla, dann kannst du ruhig herkommen und so, das macht ja auch keinen Unterschied. So, und deswegen war ich da, um überlegen, kommst du Freitag dahin? Du hast Freitag den Tag frei und könntest da ja jetzt eigentlich hingehen. Wäre eigentlich voll interessant. Dann kannst du schon mal so deine Leute treffen, mit denen du eigentlich so manchmal skypst, streamst, etc. Auch schon ein bisschen rumgebastelt, geschrieben und auch bald noch ein Let's Play Together kommt. Blablabla. Bla, bla. Auf jeden Fall waren wir jetzt da. Ich komme nach Köln an. Hab ein Ticket gekauft, extra noch spontan. Und 11.18 Uhr, wir sind da in Köln. Hip, hip, hurra. Ich krieg eine Nachricht. Ja, wo bist du? Welches Gleis bist denn du? Und ich denk mir so, okay. Ich schreibe hin, ich bin Gleis 2. Nebenbei bin ich aber schon am Runtergehen. Denn ich wollte ihnen entgegenkommen, dass sie nicht unbedingt durch den vollen, der wirklich voll war, Bahnhof gehen müssen. So. Ah, hat im Endeffekt nichts genutzt.
Ich schreibe denen, wo ihr seid. Sie schreiben im selben Moment zurück, wo ich denn bin. Ich sag nur, ich bin runter zum Dom gegangen. Und von deren Seite kommt dann nur noch auf einmal, ja, wir sind hoch zu Gleis 2 gegangen. Und dann sollten wir zum Eingang kommen. So, oder ich sollte zum Eingang kommen. Natürlich, bin ich dann da hingekommen. Und im ersten Moment habe ich echt gefragt, wo die denn sind. Und dann habe ich sie halt gesehen. Markus und Jeanne standen da, Solta war noch nicht dabei. Und ich habe sie zum ersten Mal gesehen, deswegen habe ich mich erst gewundert, ja, wer das denn ist. Und direkt an der Stimme. Das war, daran habe ich sie direkt erkannt. Das war nämlich Markus wirklich. Und seine Stimme ist wirklich so, wie man sie auch in seinen Videos hört. 1:1, also ich höre keinen Unterschied. Und auf jeden Fall ging dann dieser Tag los. War richtig lustig. Wir sind erstmal so durch Köln gewandert. Es hat angefangen zu regnen. Haben natürlich voll das beste Wetter erwischt. Es fängt an zu regnen. Wir stellen uns erstmal unter das Dach. Es fängt richtig stark an zu regnen. Wir bleiben unterm Dach. Dann hört es wieder auf. Sind dann erstmal so ein bisschen umhergegangen. Sind dann in diesen komischen RTL-Ohr-Senderbereich da gekommen. Auf jeden Fall. War auf jeden Fall so ein Turm. Da stand RTL, Super RTL Vox oder was auf der letzten Seite steht. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sind wir da angekommen. Sind über die Brücke mit den ganz vielen Schlössern durchgegangen. Ich sag nur Markus und Achim oder eine Flexing da auch noch dran. Das war richtig lustig, was wir da alles gefunden haben. Erstmal so ein dickes Fahrradschloss drangehangen. Egal, was wir gefunden haben. War auf jeden Fall richtig lustig. Sind natürlich, ich glaube, wir haben über eine Stunde gebraucht, bis wir über die Brücke kamen, weil einfach jedes Schloss angeguckt haben. Oder fast jedes, um einfach nur die Namenverbindungen zu sehen. Und das war einfach göttlich. Sind weitergegangen. Über die Brücke hinweg. Und dachten, wir gehen mal zum Hotel, wir müssen ja auch was trinken, was essen und bla bla bla. Sind zum Hotel gegangen. So. Während dann Jan aufs Zimmer gegangen ist, sind Markus und ich losgegangen, trinken holen. Und ich erstmal voll verpeilt, hä, was machen wir denn jetzt? Ich dachte, wir gehen direkt runter in die Lounge. Ne, wir gehen erstmal trinken holen. Sind nach Rewe, glaube ich, war das gegangen. Und da ich keine Ahnung hatte, aber Markus schien wohl das wissen, wo was war, sind wir da jetzt hingegangen. So, sind durch den Laden gegangen, haben nach was zu trinken gesucht. So, da kam mir eine spontane Idee so an der Kasse. Markus legt sein Getränk drauf, ich lege Getränk drauf, ich bezahle, ist ja egal, ist ja nur ein bisschen Geld, was da drauf geht. Und Markus packt die Getränke ein. Fragt mich erstmal, ob ich das halten möchte. Ich sag erstmal so, du kannst es auch selber halten. Und nachdem ich bezahlt hatte, Markus sich umgedreht hat, gucke ich nur die Kassiererin an und sage nur so, abonniert Markus. Und dasselbe an der Bäckerei ebenfalls, weil an der Kasse hat das Markus so nicht mitbekommen. In der Bäckerei stehen wir dann da so, also die Bäckerei war ja im Geschäft mit drin. Ich habe mir ein Brötchen geholt und ja, Markus guckt mich so an. Ich bezahle. Nimm das Geld zurück und sagst so, abonniert Markus und geh dann wieder weg. Und Markus musste sich das Lachen einfach verkneifen. Hat sich auf jeden Fall als richtig lustige Geschichte entwickelt, weil hat einfach richtig Spaß gemacht. Wir kamen einfach auf jede Ecke darauf zu, auf eine Idee, irgendwie sowas in der Art zu machen, als ein Typ an uns vorbeiging. Abonniert Markus, als irgendwas so. Hat sich so als kleiner Slogan an dem Tag gesetzt. Auf jeden Fall waren wir dann erstmal zurück zur Lounge, haben ein bisschen Billard und so gespielt. War auch richtig angenehm. Hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, Markus hat mich abgezockt, der Arsch. und sind dann auf die Idee gekommen, erstmal was essen zu gehen. Oder Schuhe kaufen zu gehen. Eins von beiden. Beziehungsweise beides. Wir sind eher Schuhe kaufen gegangen. Musste ich gucken, dass ich mein Akku irgendwie überlebt. Und habe erstmal geguckt bei Google Maps, wo denn Schuhläden in Köln sind. Und wir haben einen gefunden. Wir haben Deichmann gefunden nach irgendwie 45 Minuten Latschen und Suchen und ja, und Meckerei, dass neue Schuhe da sein müssen, weil die Sohle nicht gut ist. Kann ich auch halbwegs verstehen. Ich meine, nach 45 Minuten gehen oder noch länger gehen, wird mir das auch auf den Sack gehen. So, dann haben wir Schuhe gekauft und sind dann essen gegangen. So eine kleine, echt günstige Dönerbude, kann ich echt gar nicht sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so billig ist. Nicht mal 6 Euro für eine Pommes. Okay, hätte Ketchup Mayo dabei sein können. Und ein Döner und ein Getränk. Da kann man nicht meckern eigentlich. So, und haben gegessen, sind nochmal zum Hotel und haben mal geguckt, so, ich glaube an dem Zeitpunkt so, wie spät hatten wir es denn da? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
glaube 17, 18 Uhr oder so sind wir dann wieder zurückgegangen. Der Tag ging übrigens sehr schnell vorbei, ne? Also nicht wundern. 17, 18 Uhr sind wir wieder zurück zum Hotel gegangen. Ich glaube, wir saßen da so oben, haben, glaube ich, Simpsons laufen lassen. Andere haben sich fertig gemacht und Markus und ich haben ein bisschen gelabert und so. Und war auch echt angenehm. Oh, richtig lustig, eher gesagt. Auf jeden Fall hatte ich noch einen langen Tag vor mir. Ich war noch da und habe mir gedacht, so komm, 20 Uhr, 21 Uhr, kannst du ja nach Hause gehen, du willst ja auch pennen für den nächsten Tag, denn das ist ja Gamescom. Denkst du dir so? Der Tag, so war erst noch ein bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen labern. Und um 20 Uhr versucht, oder so kurz vor 20 Uhr, sind wir noch runter Billard spielen gegangen. Und währenddessen hat Joanne versucht, Soltan anzurufen. Ja, Soltan ging nicht dran eine Zeit lang. Irgendwann ging er dann doch dran. Und dann habe ich ihn halt falsch verstanden. Dann dachte ich, die gehen erst nach Hause was essen. Die haben aber nur das Auto geholt. Und so unterwegs was gegessen. Und ja, da dachte ich mir, komm, der Soltan kommt. Kannst du doch die Gruppe nochmal komplett sehen für morgen. Dann weißt du auf jeden Fall, wenn du jemanden suchst und findest nur einen, dann weißt du auf jeden Fall, wie der Soltan aussieht. Und deswegen habe ich da gewartet. 20 Uhr, 21 Uhr. Ich wurde so innerlich ein bisschen natürlich sauer, weil es ein bisschen spät wurde. Aber ich glaube, das hat sich sehr schnell gelegt. 22 Uhr und 23 Uhr und wir rufen Soltan nochmal an. Ja, es sind noch 33 Kilometer und das schaffen wir 20 Minuten. Und ich sitze da erstmal und denke mir so, ja, ist klar. Weil ich habe Köln den ganzen Tag gesehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er in 20 Minuten 33 Kilometer, auch wenn es auf der Autobahn ist, hinter sich liegt. Ja, sind nochmal kurz nach oben gegangen. Noch kurz getrunken, haben kurz gewartet, weil draußen wird es ja kalt. Sind so nach 20 Minuten runtergegangen und haben uns am Fenster gestellt. Was wir nebenbei nicht gemerkt haben, ja, sie standen schon neben uns und es hat echt ein paar Sekunden, Minuten, glaube ich, gedauert, bis überhaupt dann sollte man ankam und ich sagte, ja, hallo. Und dann sah ich ihn erstmal und ich fühlte mich so klein, weil sollte man einfach so ein 2-Meter-Koloss und oh Gott, ey. Natürlich muss ich dann zum ersten Mal wieder nach langer Zeit nach oben gucken. Und ja, dann haben wir uns erstmal alle genau kennengelernt. Sollte noch auch ein paar Kollegen dabei gehabt. Einen, der kannte mich so schon halbwegs als Katzenhasser. Ach Gott, ey, das war auch eine Scheißgeschichte. Den anderen kannte ich noch nicht. Und ja, dann haben wir uns erstmal ganz gemütlich hingesetzt und gelabert und gelabert und gelabert. Da waren wir kurz still, haben gelabert, waren wir kurz still, haben gelabert, weil wir so halbwegs Themen ja erkennen mussten. So, gegen 1 Uhr kamen wir auf die Idee. Ja, komm. Lass uns mal für heute auflösen. Wir wollen ja morgen ausgeschlafen bei der Gamescom sein. Und dementsprechend sind wir halt nach Hause gegangen. So halbwegs Soltan und die Gruppe, ich weiß gerade nicht, wie sie mit anderen hießen, habe ich leider vergessen, tut mir leid, haben mich zum Bahnhof geführt, freundlicherweise. Und ich stehe am Bahnhof. Ja, wo fährt denn jetzt ein Zug nach Krefeld? Am Plan steht keiner. Vielleicht irgendeine S-Bahn oder so. Ich stelle mich an. Ich stehe an vorne, war ja nicht voll, ist ja 1 Uhr nachts gewesen. Ja, der Zug ist vor 10 Minuten abgefahren. Der nächste Zug fährt um 4.50 Uhr. Ich denke mir so, ja, super. Habe ich denn eine andere Möglichkeit, nach Krefeld zu kommen? Ja, Sie können nach Düsseldorf fahren. Der Zug kommt jetzt in 10 Minuten, da können Sie da ruhig hingehen und dann können Sie da einsteigen. Ja, und ich latsche nach, zum Gleis für Düsseldorf. Steige in Düsseldorf ein und auf einmal hält der Zug an und fährt nicht mehr voran. Hatte eine 10-minütige Verspätung. Das Bittere jetzt ist, in Düsseldorf war wirklich noch ein Zug, der nach Krefeld gefahren ist. Und jetzt stehe ich in Düsseldorf, denke mir so, scheiße, ich bin 10 Minuten zu spät. Und sehe noch, wie da ein Zug steht mit Krefeld Hauptbahnhof, der gerade abfährt. Und ich denke mir, nein, nein, bitte nicht. Geh nach unten. Ja, der ist gerade abgefahren. Und der nächste fährt um 4.50 Uhr, aber der Zug, der nach Duisburg fährt, der holt diesen Zug noch ein. Den können Sie benutzen. Ja, ich steige in den Zug nach Duisburg. Inzwischen ist es 3 Uhr nachts geworden. Das ist so eine behinderte Sache, ey. Inzwischen ist es 3 Uhr nachts geworden. Und krieg eine Durchsage da oben durch dieses Scheiß. Der Zug nach Krefeld Hauptbahnhof fällt hier nicht. Wegen Bauarbeiten am Gleis.
Ich denke mir, hä? Dann halt doch an einem anderen Gleis. Wir wollen doch manche Nacht... Oh nein! Und dann ist der Zug da einfach kackendreist durchgedonnert. Ich denke mir so, toll. Inzwischen ist es 3.50 Uhr geworden. Ich denke mir, ja toll, was machst du denn jetzt? Oh nee, ey. Ich auf dem Weg, weil ich gerade auf die Idee kam, es fährt ja eine Straßenbahn von Düsseldorf nach Krefeld. Denkst du mir so, steigst du mal zurück nach Düsseldorf, war ja eine Fahrt von 20 Minuten, und fährst nach Krefeld zurück. So, in Düsseldorf angekommen. Tatsache, diese Straßenbahn fährt nach Krefeld. Hat nur eine Zeit von etwa, ich glaube, 50 Minuten oder so vor sich, war ja 10 nach 4. Kam auch kurz an, ich hab's auch bekommen. Fährt aber nicht ganz hin da, wo ich wollte, sondern hält ein paar Haltestellen früher an wegen Bauarbeiten. Wie viel Bauarbeiten haben die da, die sie nicht beenden? Ey, das kann doch nicht angehen, habe ich mir gedacht, ne? Akku wurde langsam leer. Freundin zu Hause. Ist auch schon halbwegs am Rumoren. Auf einmal geht mein Handy-Akku leer um etwa 4.20 Uhr und denkt mir, ja, klasse. Klasse, klasse, hat ja prima gelaufen. So. Ich fahre Richtung Krefeld-Grundend, steig in die 41, inzwischen ist es 5.18 Uhr, wo die Straßenbahn ankommt. Komm irgendwann in den Bus rein, inzwischen ist es 6 Uhr morgens, ich denke mir nur, schmeißt du dich ins Bett. So, hab mich ins Bett geschmissen. Konnte erstmal bis 7 Uhr nicht einpennen. Und dann kam es noch besser. 8 Uhr, um den Dreh 8 Uhr, steht erstmal die Polizei vor meiner Tür. Hör erstmal. Schlafzimmertür halten, ne? Sind Sie Herr Lindenbrüger? Ja, und ich würde am liebsten schlafen. Ja, wir haben ihn gefunden. Hä? Ja, inzwischen wurde halt die Polizei, weil ich vermisst genannt wurde, weil ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe und alles. Ja, und so war halt 8 Uhr morgens, ich habe eine Stunde geschlafen, konnte selber nicht mehr einpennen und mir fiel einfach nur noch ein, komm, renderst du Super Mario Galaxy, guckst du, was du noch so gerendert kriegst in der kurzen Zeit, aber hochladen wurde halt einfach nichts mehr, deswegen kam gestern auch nur ein Video, ist ja heute nicht anders, heute kommt nur dieses Video hier. Auf jeden Fall, ja, ganz müde fuhr ich zur Gamescom. Hab im Bus und Bahn nochmal kurz geschlafen und im Zug. Kontrolleur kam vorbei, bla bla bla. Ich bin einfach mit dem Ticket gefahren, was eigentlich keine Gültigkeit mehr hat, aber er hat einfach so genickt, okay. War richtig lustig. Und, komm in Köln an. Die, ja, Soltan, seine Kollegen, Joanne und Markus waren schon drin. Wir sind Außenbezirk 8, da wo Debitoren so waren. Und ja, ich gehe erstmal so dahin. Gehe durch die halbe Halle, weil der Bahnhof einfach am ganzen anderen Ende der Gamescom war. Gehe durch die ganze Halle, ganz gemütlich. Und stehe jetzt im Zwischenraum zwischen 7 und 8. Wo auch im selben Moment Gronkh stand. Weil ich habe ihn da gesehen, zufälligerweise. Und gehe im nächsten Moment, rufe ich Joanne, aber umgekehrt. Sie hat mich angerufen. Ja, wo bist denn du jetzt endlich? Ich habe gesagt, ich stehe hier im Außenbezirk 7, 8. Ja, wir sind bei 8. Das heißt, wir müssen mal durch die ganze Halle 8 latschen. Ich gehe durch die Halle 8. Ich schreibe auf WhatsApp, wo seid ihr denn? Ja, hinten am Zaun. Ich denke mir, okay, guckst du am Zaun entlang. Ne? Ja, und dann höre ich auf einmal, ja, wir sind bei 8.1G. Also die Tore sind ja nach Alphabet sortiert. Ich gehe gemütlich zu 8.1G. Da ist aber niemand. Und ich kriege dann nur noch als WhatsApp, ja, hier sind wir. Hä? BTF? Nein! Hey! Und ja, irgendwann habe ich sie dann doch gefunden, nachdem sie einfach mal am ganz anderen Ende der, des Außenbezirks waren und nicht bei 8.1G. Ganz cool. So. Auf jeden Fall haben wir uns getroffen und sind erstmal so ein bisschen durch die Gamescom gelatscht. Ich brauche ja nicht grob erzählen, worum es bei der Gamescom geht. Genau. Hab nebenbei den Angel Fly Dave LP getroffen. Und ja, und so war eigentlich auch ein angenehmer Tag. Wir haben uns alles angeguckt. Ich weiß, grob überlegen, gehst du heute nochmal dahin oder nicht? Aber ich gehe heute ebenfalls nicht dahin, weil ich einfach keinen Nerv mehr habe. Auf jeden Fall, ja, waren wir dann da und haben uns irgendwann am Abend verabschiedet. Und
sind dann nach Hause gefahren. Ich war ein bisschen traurig, weil es ist Ewigkeiten her, dass ich Freunde getroffen habe, so wirklich Freunde getroffen habe und nach draußen gehen und bla bla bla. Und so hat sich dann halt für mich dieses Wochenende zum Ende gegeben. Ich habe abends noch mit DK ein bisschen gezockt und jetzt haben wir jetzt Sonntag, 11:07 Uhr. Leute, das war es dann erstmal soweit. 3 Jahre sind bei mir um. Vielleicht finde ich für nächstes Jahr was Besseres als Idee. Wer kann das bloß sagen, weil nächstes Jahr wird wieder die Gamescom sein und das wird dann wieder voll in die Hose gehen, weil ich einfach keinen Plan habe, was ich machen kann. Auf jeden Fall möchte ich erstmal an dieser Stelle sagen, Leute, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wir sehen uns morgen in der Let's Play ganz normal in der Reihenfolge wieder Super Mario Galaxy, New Super Mario Bros. U und My Sims Kingdom. Und bis dahin, Leute, danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Masala Vista, Baby.